Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine Freunde, bei einem neuen Community-Push-Video. Und ja, ich habe wieder einen neuen Gast, wie bei jedem neuen Video. Und ja, stell dich doch einfach am besten vor. Ey Leute, was geht? Laufers XD hier. Ja, ich mache heute bei dem... Easy? Wie heißt ich? Weiß ich nicht. Easy? Ja, okay. Der Easy, der hat mir irgendwie, ich weiß nicht, du hast mir mal, glaube ich, eine Nachricht geschrieben, glaube ich. Oder irgendwie, ich habe mal eine Nachricht von dir bekommen, ich weiß nicht warum. Da stand das mal drin und dann dachte ich mir einfach mal, mache ich mit, ja. Yo, und wie geht's dir so? Ja, ganz gut eigentlich. Wow. Du könntest ja noch meinen Zuschauern sagen, was du mir als Hintergrundvideo eingesendet hast. Ach so, ja. ich habe irgendwie so ein MW3-Video, das war jetzt kurz auf die Schnelle reingesendet. Ich glaube, das habe ich mit der G36C erspielt. Ich glaube, das ist ein 31:4, also kein hoher Score, oder? 32:4. Ja, 32:4, genau. Jetzt muss ich noch sagen, was er mir im Video eingeschickt hat, wenn er es nicht mal selber weiß. Mensch, Leute. Naja, egal. Fangen wir einfach mit dem Interview an, oder? Ja, okay. Okay, Frage Nummer uno. Name deines Kanals, kannst du ja nochmal wiederholen und wie kamst du auf deinen Namen? Ja, also mein Name des Kanals ist halt Laufers XD. Wie ich darauf gekommen bin, war eigentlich sehr lustig. Ich habe mir halt, also jeder, der eine Xbox hat, weiß ja, man muss sich einen Account erstellen, muss man glaube ich auch bei der PS3 auch. Und ich wusste nicht, wie das so geht, also hat mir meine Mutter einfach so einen Account gemacht, hat dann einfach irgendwas hingeschrieben. Und so kam ich dann einfach auf den Namen Laufers XD, ja. Also ist Mama schuld. Ja. Okay. Aber ich finde den Namen eigentlich cool. Also davor hatte ich noch ein paar Zahlen hinten dran. Das fand ich aber nicht so gut. Und da dachte ich mir so, ja, okay. Mach mal ein XD hinten dran und ja. So was passiert, wenn Mama an PC kommt. Ja, sie wusste auch nicht, wie es geht. Okay. Dann gehen wir gleich zur zweiten Frage über. Okay. Was machst du genau auf deinem Kanal? Auf meinem Kanal mache ich eigentlich nur Commentaries und halt, wenn neue Spiele rauskommen, zum Beispiel heißt Watch Dogs, keine Ahnung, wie es heißt, Watch Dogs, Dying Light oder halt auch andere Spiele, so wie ich habe noch von der Xbox One dieses Race Room of Room oder so, da mache ich halt auch von den neuen Spielen, wenn die mir gefallen, kurz ein kleines Video, damit ihr euch auch eine Meinung bilden könnt, ja, und ja, auf jeden Fall, sonst mache ich nur Commentaries von, ja, Call of Duty Ghost, MW3, ja. Okay, kann man sagen, Let's Test. Ja. Spielen. Okay. Und Commentaries halt. Gut, dann zur dritten Frage. Wie aktiv bist du auf deinem Kanal? Aktuelle Projekte? Projekte habe ich keine. Das weiß ich auf jeden Fall. Projekte, nee. Bin gar nicht aktiv auf meinem Kanal. Ich bin, also, wie wird es jetzt dargestellt? Also eigentlich bin ich jeden Wie viele Tag. Videos du machst? Achso. In der Woche, in der quasi. In der Woche mache ich eigentlich eins, außer wenn ich jetzt weg bin oder nicht kann, weil ich weil meine Stimme irgendwie versagt hat oder so, wegen letzter Nacht oder so. Aber sonst jede Woche eins auf jeden Fall. Okay. Gut. Kein Projekt irgendwie, nix. Also außer Commentaries. Nee, eigentlich kein Projekt. Okay. Dann gehen wir gleich zur vierten Frage über. Was hast du in Zukunft auf deinem Kanal geplant? In der Zukunft. Ja, oh, das ist schwer. Ja, ein paar Gedanke. Ja, eigentlich so, auf meinem Kanal habe ich eigentlich so gar nichts geplant. Ich habe den einfach so aufgemacht und dachte so, ich mache, also eigentlich war das so geplant, dass ich die Videos nur für meine Freunde mache und dass sie sich das so angucken können und dass wir dann halt, wenn wir uns mal treffen, so darüber reden und uns dann lustig machen. Also eigentlich habe ich nichts geplant. Okay, also alles, du nimmst, was kommt. Ja. Okay, dann zur fünften und letzten Frage. Gamescom 2014, bist du dabei? Also meine Schwester. die kommt, mir, oder? die hat mir zum Geburtstag geschenkt, dass sie halt mit mir dahin fährt. Also gehe ich mal davon aus, dass ich kommen werde, also. Okay, dann sieht man sich ja vielleicht. Ja. Gut. Dann war's das mit dem Interview für heute wieder. Und ja, hast du noch irgendwelche letzten Worte für meine Zuschauer? Nee, eigentlich nicht. Also, wenn ihr überhaupt Bock habt, könnt ihr einfach mal auf meinen Kanal vorbeigucken. Müsst jetzt nicht abonnieren. Also, wenn ich euch gefallen, könnt ihr es machen, aber müsst ihr eigentlich nicht. Also. Jo, dann geht bei ihm vorbei natürlich, wie immer der Link unten in der Videobeschreibung als erstes. Geht vorbei, schaut seine Commentaries an, schaut an, was er so auf seinem Kanal treibt.
böse Sachen und so. Die Mama ist auch dabei. Ja. Nein, ja. Warte kurz. Ist Video schon vorbei oder? Jo, langsam geht's hier zu Ende. Ja, okay, warte kurz. Ich wollte nur mal sagen, ich habe noch mein 100-Abo-Special. Das ist ganz gut eigentlich. Das kann man sich angucken. Okay, dann gibt es euch. Geht bei ihm vorbei. Und ja, ich denke mal, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.